Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Icarus. Ich bin Flex, freut mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, lieb, wir sind noch unterwegs im Büffel- und Bären-Canyon. Ich möchte in dieser Folge hier auch noch ein bisschen weiter erkunden, den Canyon rauf, in der Hoffnung, dass wir noch eine weitere Höhle finden. Diese Höhlen hier sind jetzt soweit leer. Ich habe auch schon alles rüber transportiert an eingeschmolzenen Barren. Wir haben jetzt nur noch ein paar Roherze hier in der Werkbank drin. Der Rest ist alles soweit drüben. Das heißt, wir packen jetzt hier zusammen, nehmen Schlafsack, Lagerfeuer und die drei schmelzen mit und gehen dann weiter den Büffel- und Bären-Canyon rauf. Gucken nach in der Hoffnung, dass wir noch eine Höhle finden. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier in diesem ganzen noch nicht entdeckten Bereich noch eine Höhle entdecken können. Ich hoffe auch eine recht große. Schauen wir dann aber. Vielleicht finden wir sogar noch mehr als eine mit richtig viel Glück. Büffel sind auf jeden Fall schon wieder ordentlich unterwegs im Büffel- und Bären-Canyon. So, auf geht's rein hier. Und mitgenommen. Einmal das Lagerfeuer, vorher aber mal die Kohle rausschmeißen hier und das rausschmeißen. So, ein bisschen rohes Fleisch haben wir noch dabei. Die Sachen hier, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal noch ein bisschen mehr Munition her unterwegs, bevor wir hier weggehen. 50 ist so viel, machen wir genau auf 100 voll. So, sehr schön. Und dann lassen wir den Rest hier. Wie gesagt, hier sind die Rohre. Wir haben auch jede Menge Gold hier drin. Platin ist noch gut. Titanerz, ein bisschen Alu und ein bisschen Silizium. Und achso, Titanerz. Ich habe geschrieben, auf jeden Fall ganz dringend Titanspitzhacke noch bauen. Die hat noch ein bisschen höheren Ertrag. Nochmal 6% von 133. Sogar 7%. Aber 133 auf 140 haben wir hier. Stimmt, die hat 140, ich dachte, die hat 139. Ich dachte, die hat so eine komische Zahl. 140% Ertrag durch Bergbau. Das heißt, die haben wir jetzt. Schade, dass ich die erst so spät gebaut habe, jetzt wo 20 Höhlen schon fast leer sind. Aber das war auch am Anfang nicht so. Da hat sich's eigentlich ab Stahlspitzhacke oder ab Platin nicht mehr gelohnt, nach oben zu gehen, weil die ab da eigentlich alle den gleichen Ertrag hatten. Dass die jetzt 140 hat, ist mir auf jeden Fall neu. Und deswegen haben wir die jetzt auch, um noch mehr und noch schneller abbauen zu können. So, wir nehmen das Fleisch dann mit. Wie gesagt, der Rest bleibt hier. Wir schnappen uns unser Lagerfeuer und wir sollten uns auch beeilen. Hier ist noch eine Lungenentzündung, uns auch noch schnappen. Schnappen uns unseren Schlafsack. So, dann kommt mit. Mal gucken, wie viel Gewicht wir nehmen können. Ob wir die ganze Kohle mitnehmen können. Kohle ist so schwer. So. Ein Kupfererz wird geopfert. Okay, nimm mit. Schmelze 1. Wahrscheinlich können wir nicht die ganze Kohle mitnehmen. Und Schmelze 2. Jupp. Lass mal die Kohle hier. Finden wir auch in der nächsten Höhle wieder welche. So passt's. Alles klar. Raus geht's. Natürlich wieder passende Unwetter. Kurz dunkel. Okay, Leute, dann setzen wir uns einen Marker. Wir wollen hier einfach weiter rauf und dann gucken wir mal. Da sieht es auch aus, wenn es ein Stück ins. Da oben ist der Bär. Büffel und Bären. Sieht auch aus, wenn es ein Stück ins Schneebiom geht. Da müssen wir aber, wie gesagt, nicht unbedingt rein. Gucken. So. Hoffentlich habe ich schon jemanden mit dem Schleichschuss jetzt hier. Komm schon. Gibt's doch gar nicht. Jetzt. Super. Ah, können wir jetzt natürlich nicht mehr einsammeln. Obwohl da vielleicht 119. Mal sehen. Nur wenn das bessere Fleisch dabei hat. Ansonsten lassen wir es liegen. Okay, lassen wir liegen. Holen sich die Tierchen ja dann. Ist ja nicht verschwendet. Irgendein Schweinchen und ein Wolf wird ihn schon futtern. So, auf geht's. Hier um die Ecke war ja dann die zweite Höhle, die wir gefunden haben. Und jetzt noch ein Stück weiter hier hoch. Im atmosphärischen, aber ziemlich lauten Unwetter. Und es ist auch spät. Wir hätten vielleicht erstmal schlafen sollen. Können wir noch. Oh. Ja. Können wir noch nachholen? Gar nicht darauf gedacht, dass es spät ist. Aber super, hier ist ja noch unser Höhleneingang. Einmal kurz hier rein. Gucken, wie viele Würmer hier wieder unterwegs sind, hier oben. Ja, da sind wieder welche. So, hoffen wir, dass das hier schon weit genug drin ist. Dann du einmal dahin. Jetzt haben wir nichts dabei, was wir reinschmeißen können, ne? Die Kohle dagelassen habe. Na gut.
Oh, jetzt gibt es ja hier draußen ein bisschen. Mal kurz durchs Dunkel. Jetzt hockt da genau der Wolf. Muss er weg. Seit wann passiert das denn? Au, oder auf den Kopf gefallen. Oder auf den Fuß oder irgendwo hin. Ah, wie ungeschickt. Vor allem, warum ist das wieder auseinandergefallen? Wir nur noch einsammeln direkt. Hat nichts, lassen wir auch liegen. So, das reicht doch schon. Ah, wieder rein. Autsch. Gehirnerschüttung, ja, so im Kopf gefallen. Super. Professionelle Baumfäller unterwegs hier. Oh. Leg dich wieder hin. Und dann putzen wir da gleich ein bisschen was durch. Und das ist doch auch Ruhe hier, ne? Ja, das müssen wir auch noch durchbrutzeln. Okay. Obwohl, so viel Zeit haben wir hier drin in der Höhle. Nicht kriegen wir dann so Lungenentzündung. Wir legen uns hin. Oh, sammeln lieber alles ein. Oh, du hartnäckiges Viech. Sammeln lieber alles ein und brutzeln dann irgendwo vor der Höhle nochmal was durch. Wenn wir die nächste gefunden haben. Deaktivieren. Holz mitnehmen. Mal sehen, ob wir ein bisschen Holz mitnehmen können vom Gewicht. Oder waren auch schon zu schwer. Nee, es geht. Es geht. Okay, können wir jetzt ein bisschen Feuerholz mitnehmen? Raus wieder ins Unwetter. Ah, die ganze Nacht hat es durchgestürmt und stürmt immer noch. So, okay, jetzt muss man natürlich die Augen auch wieder offen halten hier. Ich soll den Höhleneingang nicht übersehen. Beziehungsweise ihr würdet wahrscheinlich sowieso nicht übersehen, aber ich dann. Also ich muss ich auf jeden Fall schon mal die Augen offen halten. Hier ist auch echt super viel. Ich habe sowieso geschrieben, auch in den Kommentaren, der Canyon ist auch super ressourcenreich, weil hier liegt auch echt viel Schwefel und nochmal Silizium und auch Oxid. Richtig schön kompakt rum und eben auch die Höhlen. Oder mal ein Schweinchen in der Ecke. Und nach Höhlen sind wir doch auch, glaube ich, schon mal reingelaufen in die Ecke. Einmal auf der Flucht vor den Bären aus Versehen. Hier sieht es nicht nach Höhleneingang aus. Ah! Bär! Wo kommst du denn her? Nicht gut. Wir sind doch gerade so angeschlagen und hier ist so wenig Platz. Pass mal kaum an deinem dicken Bärenhintern vorbei. Ich sehe gar nichts. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Bärchen. Level 69, fall doch mal um. Dankeschön. Wo kam der denn her? Schon wieder so ein Verstecker und Erschreckerbär. Da noch alles mitten im Sturm. Du kannst mal gerade noch ein bisschen Ausdauer jetzt hier. Noch ein bisschen länger. Dann wäre es echt knapp geworden. Sturmaussetzung. Gleich können wir gar nichts mehr machen. So, hier ist auf jeden Fall kein Höhleneingang. Wir warten, glaube ich, erstmal einen Moment. Sehr schön. Lässt schon nach. Alles klar. Rauf hier. Auch schon wieder verdächtig aus. Das ist nichts. Das auch nicht. Und da drüben ist noch verdächtiger aus. Nee, ist auch nichts. Und hier geht es wieder nach oben hoch, wo wir hergekommen sind. Ja, direkt auf unsere Höhle da hinten zu. Das heißt, da drüben haben wir geguckt und hier. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, bis die Sonne rausgekommen ist. Kann man es auch besser auf größere Entfernung sehen. Oh, so viel schöner Schwefel und so viel schönes Silizium hier. Vielleicht haben wir sogar hier einen kleinen Höhlengang drin versteckt. Kann auch sein. Manchmal in diesen ganz kleinen Felswänden, wo es gar nicht danach aussieht. Und dann ist da eine kleine Höhle drin. Ich höre schon wieder den nächsten Bären. Das gibt es überhaupt nicht. Doch, da hinten ist er tatsächlich. Das ist der Bären und der Büffel Canyon. Nee, komm mal wieder hierher. Du dicker Bär. Oi, 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 oi.
dürfte auch nicht so lange durchhalten. Gucken wir mal, ob du ein paar Spezialsteaks dabei hast. Und ob wir das noch mitnehmen können vom Gewicht her. Jetzt ist es aber echt schon knapp. Ich wahrscheinlich nicht. Und der hat das gute Fleisch dabei. Ein bisschen zu schwer mit dem guten Fleisch. Ein bisschen hier. Moment, was haben wir hier? Weg damit. Weg damit. Und machen wir erstmal 12 davon weg. Mal sehen, ob das schon reicht. Nee, dann noch du auch noch weg. Wie schwer ist denn das Bärensteak? Wiegt ja so viel wie der ganze Bär. Immer noch zu schwer. Gibt's auch gar nicht. Was? 6 Kilo, 12 Mal. Also das ist das Gesamtgewicht oder wiegt das dann 12 mal 6 Kilo? Nee, das ist das Gesamtgewicht, ne? Wiegen 6 Kilo, die 12 Stück. Das hier wiegt alles zusammen 1,2 Kilo. Ja. Oh Mann! Iss mal was. Bringt nichts. So ein Mist. Das Bärenfleisch ist zu schwer. Na gut, wir können es ja noch einigermaßen bewegen. Gehen wir erstmal weiter. Dicke Bärensteak wiegt so viel. So, da haben wir geguckt, ganz sicher. Ja, okay, dann hier weiter. Ja, ja, da haben wir auf jeden Fall geguckt. Auf beiden Seiten sind wir bis in die Ecke reingelaufen, da hinten. Das war ja das Schweinebären-Ecke. Jetzt hier oben rauf. Oh, Wolf und Schweinchen voraus. Und ein Bär höre ich auch schon wieder, habe ich das Gefühl. Was ist denn hier los? Also egal, wir wollen auf dem Rückweg auch ein bisschen jagen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt kommen von der Zeit her, ob das alles noch klappt. Wir gucken, so weit wie wir kommen, halt wie immer. Was wir in einer Folge schaffen, schaffen wir. Und was der Rest kommt in die nächste Folge. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter rauf, auf jeden Fall. Ob man da oben auch noch hoch kann? Sieht fast so aus. Kommt bestimmt gleich irgendwo noch ein Aufgang. So, hier ist erstmal nichts, würde ich sagen. Außer schon wieder der nächste Wolf. Ja, jetzt können wir es alle nicht einsammeln. Wir müssen erst die nächste Höhle gefunden haben und alles schon mal aufstellen. Da können wir hier nochmal richtig jagen gehen. So, hier oben kommt man zwar ein Stück rauf, aber da wird mit Sicherheit kein Höhleneingang versteckt sein. Okay, vorsichtig runter. Jetzt dürfen wir nur nicht auf den Eisbären stoßen, wenn hier, ne? Hier, da sieht es aus, wenn es rüber geht ins Schneebiom. Wir sind, glaube ich, schon auf der Ecke. Ja. Da vorne haben wir auch ein bisschen Wasser zumindest. Auf dem Stück kommt mit Sicherheit nichts. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal in einer der anderen Missionen. An dem Durchgang zumindest vom Schneebiom. Auf der anderen Seite halt, auf der Schneeseite. Und konnten dann nicht weiter hier rüber. Aber ich meine, da waren keinerlei Höhleneingänge auf der Seite da drüben. Aber vielleicht ein Eisbär. Aber das ist auch so schwer, ist das, die paar Steaks hier. Wiegt mehr als die Baumstämme. Das ist ein ordentliches Stück Fleisch. Das hält ja noch eine Weile. So. Habe ich da gerade noch einen Bären gesehen? Okay, guck mal hier um die Ecke rum. Jetzt laufen wir erstmal oben hier ab. Hier sieht es ein bisschen nach Höhleneingang aus. Und hier oben drin in der Ecke über dem See auch. Ist der Weg natürlich jetzt ein bisschen weiter dann, aber das werde ich ja wieder offscreen zurückschleppen. Wir gehen erstmal nur auf die Erkundung, bereiten alles vor. Und wie gesagt, das ganze Material, das hin und her gelaufen, dann 3-4 Mal hier, das kann ich dann wieder offscreen machen. So, keine Höhle hier oben in der Ecke. Vielleicht war es das auch schon. Vielleicht hatten wir da oben jetzt Glück mit den beiden direkt nebeneinander und jetzt kommt hier nichts mehr großartig auf dem Weg durch. Außer eine wunderschöne Landschaft. Auch wieder eine tolle Ecke hier. Um sich was Kleines... Hier könnte man sich was Kleines hinsetzen. So eine kleine Fischerhütte oder so. Ja, so ein bisschen im Blockhüttenstil. Oh, guck mal, Leute. Moment, das könnte was sein. Oh, ist das nur...
Wasserfall hier. Oder eine Höhle hinterm Wasserfall. Das wäre natürlich cool. Das sieht fast ein bisschen aus, wenn man das abbauen könnte. Weil ich jetzt das täuscht. Ja, schade. Ah, das wäre cool gewesen. Höhleneingang so hinterm Wasserfall. Weil irgendwo auf der Karte habt ihr, glaube ich, auch schon mal geschrieben in den Kommentaren, gibt es einen Höhleneingang hinterm Wasserfall. Und es gibt doch irgendwie irgendwo auch einen Unterwasserhöhleneingang. Und hier gibt es auf jeden Fall auch schon wieder ein Bärchen. So, okay, hier nichts, drüben nichts. Schade eigentlich. Da gucken wir auf der anderen Seite vom See. Und hier auch noch alles voll mit Schwefel und Silizium. Das ist auch nichts. Ab und zu mal zur Sicherheit aber lieber irgendwo draufgehauen, um ganz sicher zu gehen. So, und das alles zu flach hier. Wie es, ne, also nicht, da will ich auch kein, ist wahrscheinlich kein Höhleneingang drin, aber dafür können wir hier schön hochlaufen. So. Schade, schade, schade. Okay, kurz mal gucken. Okay, auf dem oberen Stück hier komplett nicht. Dann gehen wir jetzt mal rüber hier an die ganz gerade Seite, aber da schätze ich mal, ist nichts. Wir gucken erstmal. Ein bisschen auf Erkundung waren wir ja auch die ganze Zeit nicht, obwohl wir jetzt, ne, ja auch die Riesenflusslande auch mal erkunden wollten. Wie gesagt, jetzt wo wir so viel extra Zeit haben und so viel extra Ressourcen nochmal brauchen, müssen wir auch nochmal auf extra Erkundungstouren gehen. So, da würde ich sagen, ist nichts auf dem Stück. Das da täuscht auch wieder nur auf die Entfernung. Nee, hier oben haben wir nichts. An der großen steilen Wand. Oder? Nee, es täuscht auch wieder. Schade, schade. Hallo? Ist gerade ungünstig. Wir sind überladen mit dicken, fetten Bärensteak. Der feinsten Sorte. Ein Stück reicht für die ganze Woche. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dann einmal durch. Okay, hier gibt es dann nichts weiter unten. Da müssen wir hier jetzt hoffen, dass wir auf dem letzten Stück noch was entdecken. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall noch mal ein großes Stück der Karte auch aufgedeckt. Und einen guten Canyon auf jeden Fall für alle anderen Ressourcen noch entdeckt hier, der restliche Canyon. Aber ich hatte wirklich auf noch mehr Höhlen gehofft. Nee, da unten waren wir ja gerade, da kamen wir her. Gucken wir einmal oben hoch und dann geht's weiter. Langsam und gemütlich, weil schwer überladen. Na komm. Vielleicht essen wir nochmal was. Vielleicht wären wir ein bisschen leichter, wenn wir hier von... Ach nee, Moment, ist ja alles noch nicht durchgebrutzelt. Oder wir schmeißen gleich mal das Lagerfeuerchen zwischendurch an. Und brutzeln erstmal ein bisschen was durch. Hier hätten wir auch gleich noch ein bisschen Kohle. Guck mal, das ist das Zeichen hier. Sollen wir kurz mal unser Lager aufschlagen. So. Zack. Müsste locker reichen. Und dann schmeißen wir jetzt mal die guten Sachen drauf. Weg damit. Nochmal was geknuspert. Das kann hier oben weiter brutzeln. Und wir riskieren trotzdem Blick. Weiter rein durch den Canyon. Ich dachte schon, ja, ich wollte mich schon gerade richtig freuen, aber ist auch wieder nichts. Nee. Ich würde sagen, jetzt haben wir sie, die Riesenhöhle. Aber nichts da. Na gut, weiter geht's. Andere Seite. Nee.
Auch alles nichts zum Aufklopfen. Schweinchen unterwegs. Auch alles nichts zum Aufklopfen. Ich würde sagen, wir sind einmal durch und haben keine weitere... Oh, das sieht aus... Aber es ist auch wieder nichts. Und haben keine weitere Höhle entdeckt. Schade, schade, schade. Wir gehen trotzdem jetzt natürlich komplett einmal durch dann. Boah. Es ruckelt aber auch extrem. In letzter Zeit. Jedenfalls zwischendurch immer mal wieder. So. Zurück zum Feuerchen. Ja, ja, du kannst da ruhig in Ruhe rumgrunzen. Wir wollen jetzt gar nichts von dir. Wir wollen erstmal zurück und lecker was essen. Ist das ein Bär da drüben oder was steht da? Nee, ist ein Büffel. Weil der Bär hier vorne steht. Deswegen. Ja, da komm raus aus dem Gebüsch. Der nächste. Ist das hier bärenverseucht? Autsch, Baum. Oh, Doppelschleifenbär, bevor er angreift. Treffe aber nicht mehr jetzt gerade. Das ist ja schon längst umgefallen, Level 65. So, wollen wir uns durch die nächsten überschweren Bärensteaks abholen? Ich muss aber auch gucken, dass wir ein paar davon nach Hause bringen. Du kannst hier und den Rest können wir liegen lassen. So. Damit wir auch ein bisschen was davon für zu Hause, für die Rezepte benutzen können und nicht unterwegs alles hier verbrauchen. Und verbraten. So. Das brät, sehr schön. Wir schmeißen, obwohl die Labaten erstmal, sonst macht er die wieder zuerst fertig. Aber keine Eingänge mehr hier oben rauf. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Schmelzen gar nicht mitgenommen. Aber ich war mir so sicher, dass wir hier noch was finden. Deswegen dachte ich, packe die auf jeden Fall ein, damit wir sie dann gleich aufbauen können. Wir sollten gucken, dass wir am Stück hier raus vielleicht noch Glück haben. Oder hier um die Ecke rum, aber das dann schon wieder... Obwohl, es geht immer noch. Es geht dann immer noch. Von der Entfernung. Das passt dann schon. Okay, brutzeln wir erstmal noch ein bisschen weiter hier. Gemütlich Camping in der Wildnis. So, eins davon schon mal weg. Und das eine durchgebrutzelte auch weg. Dann hiervon nochmal was. Und schon noch ein bisschen Gewicht eingespart. Dann sollten wir jetzt hoffentlich nicht mehr überladen sein. Das dauert aber auch ewig, bis das durchgebraten ist hier. Bin schon unsere besseren, ganzen besseren Öfen gewohnt und die Kochstellen und alles. Oh, guck mal hier oben, was für ein cooles kleines Plateau. Das wäre ja richtig super hier oberhalb von dem kleinen und auch mit dem Blick hier gerade so. Kleines, gemütliches Tal hier. Und dann hier oben könnte man richtig schön was draufbauen. Nichts Riesiges, aber wäre ein cooler Platz. Ich habe schon sowieso so viele super Plätze entdeckt. Ich hoffe, dass es irgendwann auch nochmal kommt, dass wir wirklich die ganze Karte ohne Zeitlimit einfach bebauen können. Dass es einfach mal so eine Mission gibt, Expeditionen, der gesamte Planet und ohne Zeitlimit. Weil dann könnte man, ne, mehrere, könnte man wirklich mehrere Basen und die hat man, könnte man ja noch dauerhaft behalten. Das wäre richtig super. So, ich würde sagen, wir packen den Rest jetzt ein hier. Deaktivieren und laufen schon mal ein Stück weiter. Oh. Ja. Ah, die Kohle ist natürlich zu schwer. Die müssen wir jetzt wieder hier lassen. Aber der Rest passt. Super, dann können wir wenigstens wieder mit vollem Tempo bewegen. Na, Schweinchen, hast du den Weg langsam gefunden? Wir sind gerade weg. So, und dann einmal drüben raus. Und gucken, ob wir da um die Ecke noch Glück haben. Dann ist der Weg zwar etwas weiter, aber das macht nichts. Wolf, das kann ich, wie gesagt, nach und nach auch ab. Muss ja nicht alles auf einmal rübergeschleppt werden. Wir haben ja erstmal jetzt eine ganze Menge Ressourcen. Ich wollte nur schon mal die nächste halt vorbereiten. Das ist so, das sieht, ne, wenn man hier rumkommt, das sieht so nach... absolut im Höhleneingang aus. Und hier eigentlich auch schon wieder alles.
Ich höre auch schon wieder ein Bärchen. Ja. Irgendwo hinter uns oder halb vor uns. Kann man ja schlecht einschätzen irgendwie. Das ist auch, die Reichweite von denen ist auch so extrem. Welche Entfernung man die Brummen hört. Zu Hause habe ich das Gefühl, der steht direkt quasi vor der Küchentür. Und dann ist er drüben auf der anderen Seite vom Flussufer. So. Hier rennt auf jeden Fall eine Menge rum. Aber sieht auch schon wieder nicht wirklich nach. Büffel, ganz ruhig. Du bist nur ein lieber Büffel, du machst nichts, bis wir was machen. Hier sieht es auch schon wieder nicht wirklich nach Höhleneingängen aus. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier unten schon ganz rum gleich? Gucken wir einmal nochmal hier oben und dann gucken wir nochmal den Bogen unten rein. Wenn da jetzt ist, haben wir zumindest den ganzen Canyon erkundet. Und es lohnt sich auf jeden Fall nochmal durchzugehen, allein für Schwefel und Silizium. Ist auch nichts, ne? Nee, wieder zu früh gefreut. Na gut, hier oben haben wir auch nichts mehr. Bleibt noch der Bogen hier unten. Und dann kommen wir in den Bereich, in dem wir schon waren. Und in dem die meisten, wenn nicht sogar eigentlich alle Höhlen, schon erkundet und entdeckt sind. Hier war auch nichts mehr. Schade, schade, schade. Ja, ja, ich höre dich. Bärchen, ich höre dich. Irgendwo rennt es schon wieder rum. Oh, 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 Leute. Hier, 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 Moment. Au. Ah, das ist... Ah, ich glaube, hier war ich schon drin. Mal ganz kurz auf die Karte. Ich glaube, das ist eine... Weil hier unten der Bereich ist auch schon ein bisschen aufgedeckt. Ich war ja von der Seite schon mal auf der Ecke hier drüben. Kann sein, dass ich hier schon drin gewesen bin. Gucken wir mal. Ja, sieht erstmal erzlos aus hier vorne. Ja, hier stehen sogar noch die Schmelzen. Vielleicht waren wir hier sogar zusammen drin. Sieht man noch eine Vorbau. Sehen, was hier ist. Hier sind hier auch noch ein paar Erze. Hier habe ich sogar schon alles an Erzresten rausgeholt. Aber es sind noch ein paar Eisenvorkommen. Wo kommen die denn her? Die hätte ich doch niemals übergelassen. Okay. Und noch ein Kupfervorkommen da oben. Da ist nochmal Eisen, bisschen Kohle, bisschen Titan. Und auch gleich wieder drei Schmelzen. Hier ist aber auch, wie gesagt, alles leer. Oh, da sind noch ein paar, da sind noch ein paar Eisenbahnen drin sogar. Auch ein Schlafsack, auch ein Lagerfeuer. Ich glaube, hier war ich aber offscreen unterwegs, als ich hier in der Höhle war. Deswegen, ich war wirklich schon viel unterwegs offscreen. Okay, lieber, aber egal, dann nutzen wir das hier erstmal als nächsten Standort vielleicht nochmal. Ich werde das offscreen als Standort nutzen, um hier weiter zu gucken. Und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge irgendwie zu Hause in der Basis weitermachen. Dann jetzt lohnt sich der Rückweg nicht mehr wirklich. Und dann gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge zurück nach Hause, unterwegs noch ein bisschen jagen und kümmern uns dann weiter um den Feinschliff und auch um den Ansatz vom nächsten Großbauabschnitt unserer Basis. Und würde ich sagen, kommen wir jetzt hier zum Ende dieser Folge. War nochmal schön auf Erkundungstour. Einmal den kompletten Canyon durch. Eine Höhle entdeckt, in der wir leider schon drin waren. Aber irgendwo hier in dem Bereich auf der Karte gibt es wahrscheinlich noch ein paar Höhleneingänge. Nicht mehr viele, denke ich. Sind über vielleicht noch so 4, 5 Stück. Vielleicht, wenn wir Glück haben, auch noch Maximum 6, würde ich sagen. Aber viel mehr Höhlen können wir nicht mehr entdecken und leer machen. Aber mal schauen. Dann haben wir auf jeden Fall. Wir haben auch jetzt schon einiges an Material. Sind fast zu Hause 2 Schränke voll, nur mit Eisenbarren und Kupfer und Gold.
Sieht also ganz gut aus. Okay, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Erkundungsfolge gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht so erfolgreich war, würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Würde ich mich nämlich am allermeisten drüber freuen. Ansonsten, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.